Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf dem Alpenkarawanenpark Tennsee. Der mit 5 Sternen ausgezeichnete Campingplatz befindet sich in einer herrlichen Lage in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen. Auf der Zufahrt gibt es Parkplätze für PKWs, zum Beispiel von Gästen des Restaurants oder für Campinggäste. Und ihr findet dort Stellplätze für Wohnmobile, die eventuell nur als Zwischenstopp anreisen. Auch rechts von der Schranke gibt es Stellplätze für Kurzgäste. Wo sich der Weg dann teilt, geht es rechts zum Reisemobilhafen und links zur Einfahrt auf den Hauptplatz. Diese führt über eine kleine Brücke mit einer Schranke, welche mittags und nachts geschlossen ist. Gleich hinter der Einfahrt befinden sich links die Rezeption, wo wir bislang immer sehr nett bedient wurden. Im weiteren Verlauf des Gebäudes gibt es ein tolles Restaurant mit Außenterrasse. Dort bekommt ihr auch den Schlüssel zum Kinderzimmer und Jugendraum im Untergeschoss. Über dem Restaurant gibt es sogar Mietapartments für je 2 Personen. Gegenüber des Restaurants befindet sich das zentrale Sanitärgebäude. Davor habt ihr die Möglichkeit, euer Fahrzeug zu waschen. Im Winter gibt es einen kostenlosen Service, wo euer Fahrzeug vom Salz und Schmutz mit einem Dampfstrahler befreit wird. Am hinteren Ende des Gebäudes gibt es eine Entsorgung für die Chemietoilette. Ein Hundebad für eure Fellnasen. Und ein Ski- und Trockenraum inklusive Skisafe. Im Gebäude nun findet ihr Waschbecken zum Händewaschen, Toiletten, eine Badewanne, Waschbecken zum Zähneputzen, einige großzügige Einzelduschkabinen, einige Spiegel mit Föhn zum Stylen und ein paar Einzelwaschkabinen. Die Nutzung dieser Sanitäranlagen ist kostenlos. Die Anlagen waren bei unserem Aufenthalt immer sauber. Weiter rechts im Gebäude findet sich ein Zugang zum Babybad, zum Behindertenbad. Ebenfalls kommt ihr dort in die obere Etage des Sanitärgebäudes. Dort gibt es einen Frisierbereich mit Trockenhauben, ein Bräunungsgerät, und diverse Mietfamilienbadekabinen, welche abschließbar sind. Wieder unten angekommen, befinden sich in dem Gebäude ein paar Trinkwasserentnahmestellen, Wäschetrockner, die ihr kostenlos nutzen könnt, eine Bügelstation und kostenpflichtige Waschmaschinen. Die Münzen dafür könnt ihr an der Rezeption kaufen. Weiter vorn ist dann die Spülküche. Die sogar eine Spülmaschine für euer Geschirr enthält. Der Campingplatz verfügt auch über einen Shop. Dort gibt es zum Beispiel Zeitschriften, Dusch- und Waschzeug, Hygieneartikel, Getränke und Lebensmittel, Gaskartuschen und einige Dinge aus dem Campingbedarf. Oder ihr tauscht dort eure leeren Gasflaschen um.
Auch könnt ihr dort jeden Morgen aus 25 verschiedenen Sorten Brötchen auswählen, die ihr ohne Vorbestellung mitnehmen könnt. Vor dem Gebäude gibt es einen kleinen Pavillon, wo ihr die frisch zubereiteten Hähnchen oder Haxen vom Grill genießen könnt. Diese solltet ihr jedoch vorbestellen. Ein paar Meter weiter ist ein Raum, wo ihr euren Müll getrennt entsorgen könnt. Für die kleinen Gäste des Platzes gibt es einen kleinen eingezäunten Spielplatz neben dem Eingangsbereich des Campingplatzes. Die Zufahrt zum Reisemobilhafen ist ohne Schranke. Die Straße ist ca. 5 Meter breit, damit man besser rangieren kann. Die Plätze sind 8 bis 10 Meter lang und 6 bis 6,50 Meter breit und geschottert. Sie sind sehr eben, so dass man beim Hinstellen nur wenig bis gar nicht ausgleichen muss. An jedem der 37 Plätze findet ihr einen Anschluss für Strom, TV und frischem Abwasser. 7 der Stellplätze haben sogar einen Gasanschluss. Für die Winterzeit gibt es eine zentrale frostfreie Frischwasserentnahmestelle und eine Chemietoilettenentsorgung. Ein Entsorgungsschacht für Grauwasser findet ihr noch vor dem Reisemobilhafen. Auch direkt auf dem Campingplatz gibt es mehrere Möglichkeiten, auch im Winter Frischwasser zu bekommen oder die Chemietoilette zu entsorgen. Außerdem bekommt ihr Hundekotbeutel und die Möglichkeit, euer Grauwasser abzulassen. Der Campingplatz ist weitläufig und zum Teil terrassenförmig angelegt. Er ist in mehrere Kategorien unterteilt, welche sich in Größe, Lage und Ausstattung der Stellplätze unterscheiden. So ist der Hauptplatz A1 auf der unteren Ebene. Die Stellplätze sind 90 bis 100 Quadratmeter groß und mit einer Versorgungssäule für Strom, TV, Gas, Telefon, Ab- und Zuwasser, welches zumindest im Sommer nutzbar ist, ausgestattet. Auf dem gesamten Campingplatz gibt es zwar kostenloses WLAN, dieses ist jedoch nur bedingt brauchbar. Die A2 Komfort-Terrassenplätze liegen etwas oberhalb des A1-Platzes und sind mit 70 bis 90 Quadratmeter etwas kleiner. Die Ausstattung ist aber gleich den Plätzen auf A1. Die Terrassenplätze von B1 sind etwa 70 bis 80 Quadratmeter groß und verfügen über einen Stromanschluss. Dort gibt es keine Versorgungssäulen für Frisch- und Abwasser. Die Terrassenplätze von B2 liegen oberhalb von B1 und sind mit 60 bis 70 Quadratmetern nochmal etwas kleiner und werden ebenso nur mit Strom versorgt. Dafür hat man von dort aus einen tollen Blick auf den Karwendel. Die Stellplätze im Himmelreich sind mit 90 bis 120 Quadratmeter zwar etwas größer, aber auch dort gibt es nur Strom, jedoch keine Versorgungssäulen für Frisch- und Abwasser. Überall auf den Plätzen findet ihr kleine Verbindungen zwischen den einzelnen Bereichen, so dass ihr bequem überall hinkommt. Auch ist der Platz ein idealer Ausgangspunkt für Ausflüge zum Walchensee, zur Partnerklamm oder zum Karwendel. Euch gefällt der Platz? Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid, wenn es beim nächsten Mal heißt, Katie stellt den Stellplatz vor. Bis dahin, ciao, ciao!